Hier ist Ronja und heute schauen wir uns Design-Fails an, die für Außenstehende wahrscheinlich lustig sind, aber wenn man das Produkt gerade selber benutzt, ist man wahrscheinlich kurz vor einem Tobsuchtanfall, jedenfalls wenn ihr annähernd so seid wie ich. Ich habe immer gerne diese Reddit-Compilations geguckt, oder nicht Compilations, aber bin durch Reddit gescrollt, wenn es um diese You Had One Job-Dinger ging. Ich fand die immer witzig, deswegen dachte ich mir heute, ich teile das mit euch und wir finden es gemeinsam witzig. Falls ihr es nicht witzig findet, dann Pech für euch. Wir gucken es uns trotzdem an. Okay, unser erster Knaller hier ist die Apple Maus. Das ist mir actually nie aufgefallen, ja? Ich hatte selber eine Apple Maus. Ich war langjähriger Apple-Nutzer, möchte ich nur mal anmerken, bevor ich bekehrt wurde, weil aus irgendeinem Grund mein Herr, ein ganz normaler Mini-Mac, nicht mehr als 30 FPS in League of Legends geschafft hat und ich deswegen sehr frustriert war. Meiner Meinung nach stimmt das auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das bei den neuen so ist. Aber meine hatte Batterien. Meine hatte ein Batteriefach und da waren Akkus drin und die konnte man auswechseln. Lüge! Als nächstes haben wir ihn hier und zwar lange gelbe Dinge. Da war wohl jemand... Ich meine, Banane ist auch ein schweres Wort. Fair, fair. Als nächstes haben wir ein Mario Kart aus Mario Kart. Aber das ist leider kein M, sondern ein W. Ich meine, es ist ein Wario Kart. Falls irgendwelche Wario-Fans unter den Kindern sind und die sind vielleicht noch zusätzlich farbenblind und wissen nicht, dass es eigentlich lila sein müsse, dann kein Design-Fail. Meiner Meinung nach Innovation. Wer? Ich will es einfach nur wissen, ja? Ich wüsste einfach gerne, wer sich gedacht hat. Also entweder schreibe ich da jetzt meine Katze hin. Oder aber, ich schreibe meinen Hund. Wie wär's, wenn ich einfach schreibe mein Hund? Wird es jemandem auffallen? Außerdem 25 Euro für einen Bilderrahmen ist ganz schön eine Abzocke, wenn ihr mich fragt. Okay, das macht mich ehrlich wütend. Das macht mich ehrlich wütend. Wenn Leute Fliesen nicht verlieren. Ich meine, komm schon, wer sieht denn das und denkt sich, ja, also die Fliese hier, ja so, ne? Passt, sitzt, wackelt in der Luft. Ich meine, komm schon. Kannst du nachts schlafen? Ich denke nicht. Ich meine, das ist schon brutal. Das ist schon brutal. Oh, warte. Da musste ich actually sogar zweimal hingucken. Ich war so, hä, ist doch alles ganz normal. Geht einkaufen. Hat ihren Korb dabei. Nein, hat nicht ihren Korb dabei. Hat ungefähr 15 Körbe dabei. Ich meine, ganz ehrlich, das ist okay. Da bin ich nicht. Also, das ist weniger, dass ich sage, das ist ein Design-Fail. Das oder eine von diesen, du hattest einen Job-Situation. Nö, das ist einfach nur, ich möchte gerne den Wagen nutzen und zufälligerweise sind da noch einige Körbe drin. Weißt du was? Respekt, ja? Du hast meinen Respekt, unbekannte Frau. Was? Okay, warte, ich muss kurz rausfinden, wo genau ich ansetzen soll, weil das ist auf verschiedenen Ebenen schlecht. Ich meine, erstmal faszinierend, dass das Ding hält, ja? Also allein, was das angeht... Großes Kino. Dann, ich meine, mit den Kabeln ist vielleicht auch ein bisschen unsicher, aber ich sehe da jetzt, also klar, das Haus ist halt jetzt nicht benutzbar. Panda Garten. Ich sehe den Witz nicht. Ich meine, ich sehe ehrlich den Witz nicht. Es ist ein Panda. Und es heißt Panda Garten. Es ist ein Koala! Leute, lasst euch nicht täuschen. Der Laie würde denken, es ist ein Panda. Es ist ein Koala! Ha! Ich bin schlau, ich hab's gesehen. Tja, was soll ich sagen? Nein! Oh, das ist ja mies. Sie denkt sich auch nur so, ihr wollt mich doch eigentlich hops nehmen. Was soll denn das? Wollt ihr mich eigentlich verhelfen hier? Was? Das ist mies. Also ich meine, schön rausgefiltert habt ihr die. Schön rausgefiltert. Auch die gleichen Klamotten, alles noch da. Also, ich bin kein Experte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wie man Reifen wechselt. Man sägt nicht einfach die Felge durch. Ich sag's nur. Es gibt bestimmt einen besseren Weg, der zum Beispiel die Schrauben hier beinhaltet. Aber was weiß ich schon. Ich habe mal den Reifen gewechselt. Ich meine, das ist ein ehrlicher Fehler. So Bälle sind mies.
Happy Hippo. Wenn es ist ein Nashorn, nicht wirklich ein Nilpferd. Also, ja, doch, schon schlecht auch. Habe ich direkt erkannt. das ist einfach, das ist, okay, weißt du, nee, ganz ehrlich, das ist fair. Auf dem Schild steht, dieser Bereich ist unter ständiger Videobeobachtung. Und technisch gesehen hat er nicht Unrecht. Dieser Bereich ist tatsächlich unter konstanter Videoüberwachung. Der restliche Bereich halt nicht, aber fair, weißt du was? Fair. Ganz ehrlich, warum? Wieso? Was für ein Unmensch tut das? Ich meine, das sind ja auch so Deckel, die kannst du nachträglich reinmachen, ja? Das ist jetzt nicht wirklich so gezimmert. Das hat jemand schon richtig die Steine gelegt. Da hat nur irgendjemand den Deckel wieder draufgesetzt und war so, ich konnte als Kind noch nie gut puzzeln, aber ich sehe nicht, wie das meine Schwäche sein sollte. Batz. Da, ach, nee, fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Käse. Käse, wieso? Käse, geh doch auf den Burger. Nein. Oh Gott. Also, ich würde jetzt sagen, ein bisschen schief so, aber da ist, oh Gott, das ist alles schief. Ich habe erst gar nicht gesehen, aber hier hört die Kante auf. Und hier ist der Ring und, boah, wer hat denn das gemacht? Oh Gott. Okay, wir haben zweimal den gleichen. Und einmal die arme Theresa. Die arme Theresa, die jetzt kein Jahrbuchfoto hat. Dafür Ben zweimal. Bam. Wasserabfluss. Ne? Da fließt bestimmt viel Wasser ab drüber. Was haben wir hier? Zitronenwasser. Zitronenwasser ist immer was Schönes. Klar, schneiden manche Leute die Zitronen dafür auf, aber warum auch nicht? Wenn es mal schnell gehen muss, ja? Für das schnelle Zitronenwasser zwischendurch. Batz, rein da. Finde ich fair. Aha. So stimmt es nicht. Das ist technisch gesehen, auf dem Papier ist das falsch. Komm, jetzt. Jetzt wollen sie mich aber hops nehmen. Ich meine, es ist eine Rolltreppe. Und ich meine, oft sind die so ein bisschen versetzt von den Stufen. So, ich verstehe, warum das schwierig sein kann. Aber komm. Wer hat sich das denn angeguckt und hat sich gedacht, ja, das passt, das passt. Oh nein. Ich meine, ist das jetzt nicht wirklich ein Mensch, der schuld ist? Das ist die Maschine. Was haben wir hier? Der Tukan-Kan. Mit zwei Schnäbeln statt nur einem. Heute zwei für den Preis von einem. Der sieht einfach nur verstörend aus. Wie? Ich bin ehrlich? Ich habe mehr. Okay, wenn ich das Bild sehe, ich versuche meine Gedanken zu ordnen. Ich habe mehrere Fragen. Frage 1. Wer zur Hölle hat diese Wand gebaut? Frage 2. Wieso läuft der Fernseher noch? Frage 3. Ist die Wand jetzt schon vollendet? Ist es mehr so ein Zwischending? Macht da jemand noch was? Das ist auch so clean. Ich meine, da muss ja wirklich jemand den Fernseher einfach aktiv eingebaut haben. Respekt, aber auch... Wie ist das möglich? Wie passiert sowas? Ich meine, das ist ja ein echtes Foto. Das ist jetzt... Also ich glaube jedenfalls. Ich glaube nicht, dass das gefotoshoppt ist. Wie passiert... Ganz ehrliche Frage. Wie? Was haben wir hier? Wassermelone. Ja, ne? Aha, da war wohl das Schild nicht ganz richtig. Ich meine, Falschrumläufer. Kanada. Kanada! Ich war schon mal in Kanada. Das ist nicht die kanadische Flagge. Die sieht anders aus. Da ist ein Ahornblatt. Bunt rot und weiß. Das Blau ist... Nee, nicht Kanada. Was soll das überhaupt sein? Was ist das? Was soll das aussagen? Hä? Okay. Das ist so ein Fahrradweg-Ding wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil das auch dieser rote Weg ist. Aber wieder mal, wie passiert sowas? Ich meine, werden die Dinger nicht gemalt, nachdem die Steine liegen? Da muss ja jemand aktiv rangegangen sein, die Steine nochmal rausgeklöppelt haben und die neu zusammengelegt, oder nicht? Ich meine, die werden ja nicht vorher bemalt.
Die werden ja, also das wäre ja Quatsch. Die werden ja erst bemalt, wenn die auf der Straße sind. Da war jemand, das hat keiner kaputt gemacht. Das hat niemand verkackt bei seinem Job. Da war jemand einfach da, hat sich lustig gefühlt, hat die Steine wieder rausgemacht und neu reingelegt. Das sehe ich doch. Das ist ja Schmarrn. Die Teenage Mutant Ninja Turtles und Hulk. Der fügt sich ja ein. Ich meine, ist auch grün. Die haben viel gemeinsam. Sie sind beide stark, sie sind beide grün. Zähne sind zu sehen auf dem Bild. Nicht wahr? Das war's dann aber mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt. Oder auch nur, falls ihr nicht neu hier seid und es trotzdem noch nicht gemacht habt. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!